Befreiungsschlag ist sozusagen geglückt. Was war heute einfach anders? Ihr habt es jetzt komplett anders aufgetreten, es war wie ausgewechselt. Danke, ja. Ja, ich kann nicht viel dazu sagen, warum es heute so war. Ich weiß nur, dass es extrem viel Spaß gemacht hat und ich glaube, die erste Hälfte von uns war eben die beste Leistung der Saison von uns. Wir haben uns alles zutraut, wir haben Chancen kreiert, wir sind dauernd gefährlich worden und dann ist es auch leicht, Tore zu schießen. Du sagst es gleich zu Beginn, auch in den ersten 10 Minuten habt ihr einfach Vollgas gegeben, habt keine Rücksicht genommen, Zweikämpfe gut reingestiegen, Chancen wirklich immer alle gut herausgespielt. Hat man da irgendwie auch anders trainiert oder hat euch der Trainer da irgendwas mitgegeben vor dem Spiel? Naja, wir haben uns nicht wirklich jetzt anders vorbereitet. Wir geben jede Woche Gas im Training, wir bereiten uns mental immer gut vor auf die nächste Partie und ja, heute hat es einfach funktioniert von der ersten Sekunde an. Wir haben den ersten Zweikampf gewonnen, danach ist eins zum anderen gegangen und ja, viel dazu kann ich nicht sagen, warum es heute so gelaufen ist. Du hast 3 Tore geschossen, was bedeutet das für dich persönlich? Ja, Riesenfreude, ich habe jetzt 3 Wochen nicht getroffen, jetzt wieder 3 Tore gemacht. Ich habe der Mannschaft eben so helfen können und ja, dann freue ich mich so über den Sieg extrem. Wie wird das nächste Spiel? Steht ja das Derby am Programm? Das wird auch wieder eine schwierige Aufgabe werden? Ja klar, Derby ist immer schwierig. Wir wissen, was uns da erwartet. Das letzte Derby haben wir verloren, das wollen wir unbedingt ändern. Und ja, wir werden alles reinhauen und ich hoffe, dass wir genauso spielen wie in der ersten Hälfte heute. Gegen Ende der zweiten Halbzeit seid ihr ein bisschen ins Stauchen gekommen, hat man das Gefühl gehabt, da ist Hartberg ein bisschen stärker geworden. Worauf führt ihr das zurück? Ja, ich glaube, es ist immer so ein Fußballspiel, dass nicht 90 Minuten alles gut funktioniert. Da war eben eine Phase, da vielleicht sind die Kräfte uns, ja, keine Ahnung. Also es ist oft so in einem Spiel, dass einfach nicht 90 Minuten alles perfekt rennt. Von dem her bin ich einfach froh, dass wir die erste Hälfte so uns präsentiert haben und dadurch auch dann schon alles fixieren haben können.